Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Hörspiel-Review hier bei Eagle Ear Entertainment. Ihr habt gerade... Geht schon los? Ja, geht schon los. Überraschung, ne? Okay. Hi. Hallo. Malik war voll vorbereitet. Hallo. Ihr habt gerade unser neues Intro gehört. ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das so nehmen würdet oder ob ihr noch Änderungsvorschläge habt. Weil wir hatten ja immer lange vor, irgendwie auch mal ein Sound-Intro für uns zu basteln. Und jetzt habe ich mich mal dazu bequemt, was zusammenzuschmeißen. Und eigentlich befinden wir es für ganz gut. Wenn ihr keinen Kommentar schreiben wollt und euch gefällt das Intro trotzdem, dann lasst einfach ein Like da lassen. Ja, genau. Einfach einen Daumen hoch, gar kein Problem. Ja. Dann wissen wir auch, gefällt euch. Richtig. Ja, wir sprechen heute über John Sinclair, Folge 138, der Albtraum-Comic. Ja. Mein Leben. Dein Leben? Warte mal, heißt es nicht das Comic? Ich überlege gerade. Nein. Ich glaube, es heißt einfach nur Albtraum-Comic. Also wenn ich hier gerade auf der Seite schaue, heißt es ja nur Albtraum-Comic. Nee, ich meine das Wort Comic. Es ist, glaube ich, der Comic. Das Wort. Ich glaube auch der Comic. Okay. Ich meine auch. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall. Schreibt gerne in die Kommentare, sollten wir einen Deutschprofessor da haben. Schreibt in die Kommentare das Comic, der Comic, die Comic. Wir sind oder den Comic. Den, oder es ist den, eindeutig. Den Gerät, so. Nee, das war der Gerät. Genau, der Gerät. Kommen wir jetzt zu der Comic? Auf jeden Fall Albtraum-Comic. Streiten wir uns nicht über den Artikel. Genau. John Sinclair, 138, oder? Nee. Ja, doch. 100, doch. Genau. Doch, ja. 138 Albtraum-Comic, so. Ja, ich versuche mal kurz den Inhalt so kurz zusammenzufassen, auch was der Klappentext so hergibt. Es ist eine regnerische... Warte kurz. Ja? Achso, ja, sorry. Eine regnerische Nacht in London. John ist gerade auf dem Heimweg und gerät dann aber in eine Polizeikontrolle und sucht vergeblich nach seinem Dienstausweis. Ja, und plötzlich verwandelt sich der Uniformierte, der ihn da kontrolliert, in einen Werwolf. Und im nächsten Moment bekommt er einen Anruf... Nämlich, dass Bill entführt wurde und Sheila tot ist. Ja, und wie der Klappentext dann weiter sagt, das war nur der Anfang des morbiden Spiels, das sich Harold Painter für mich ausgedacht hatte. Ja, so viel zum Inhalt und das, ja, finde ich, gibt jetzt nicht so viel her, aber... Aber es reicht. Es reicht, um nicht zu spoilern. Ja, genau. Es reicht, um nicht zu spoilern. Muss ich schon sagen. Das stimmt. Aber deshalb wollte ich gerade sagen, mein üblicher Text bei einem Review, Spoiler-Alarm. aber dazu kommen wir erst jetzt, weil der Inhalt, die Inhaltsangabe ist ja gar kein Spoiler, weil die ist ja öffentlich. Ja, also wir können ja schon mal anfangen. Also jetzt wirklich Spoiler-Alarm. Ne? Wer sich diese Folge noch nicht angehört hat. Ausmachen. Ja. Ganz genau. Genau. Weil, kommen wir zu, na, wir können ja, oder wollen wir jetzt zur Handlung oder wollen wir jetzt erst was zu den Sprechern sagen? Nee, ich würde erstmal sagen. Ja, wir haben das doch immer erst Handlung. Handlung, okay. Ja, genau. Dann fange ich jetzt einfach mal ganz egoistisch an. Ja, mach das. Hau raus. Und sage, die Folge hat mich schon am Anfang verwundert, verblüfft, denn sonst kennt man das bei John Sinclair, wir sind entweder am Anfang in der Hölle oder irgendwo in tiefster Vergangenheit, wo dann so ein bisschen die Geschichte begonnen wird quasi. Jetzt bei dieser Folge sind wir bei John und Glenda, die die gewisse Dinge tun, ja. Die sich näher kennenlernen. Die sich, schön. Das hast du schön gesagt. Die sich näher kennenlernen ist schön, ja. Genau. Und also für mich hat die Geschichte am Anfang überhaupt keinen Sinn gemacht. ja. Aber das sollte ja auch, das sollte ja auch so sein. Das war jetzt gar nicht schlecht. Im Gegenteil, es war super gemacht, weil es wirkte wirklich so, was wollen die jetzt von uns? Was? Ja, aber es war im ersten Moment total authentisch. Hier? Das stimmt, ich habe auch erst gedacht, hä, wie, das kann doch gar nicht sein, hä, was? Genau, also es war nicht so eine gespielte, da passieren jetzt ja ganz verrückte Sachen, ha, Überraschung, ja, nee, das war sehr authentisch, fand ich. Ja. Das war gut gemacht. Also bei mir war es genauso, wüsste ich nicht,
dass es weitergehen würde und dass die Figuren noch da wären, hätte ich gedacht, ach du Scheiße, das war's jetzt. Also es war wirklich sehr... Nee, ja gut, du kennst die Romanvorlage, ne? Also ja. Ich kannte die ja nicht, das heißt, ich bin wirklich davon ausgegangen, wenn eine Figur gestorben ist, dann ist sie tot. Ja. Ja, ich wusste eigentlich nicht, schon. Ob da jetzt ja. jemand zurückkommt oder nicht. Das hatte ich jetzt ja nicht. Okay, du warst halt schon ein bisschen gespoilert, ne? Also, ja. Ja. Aber diese zwei Realitäten, die es gab in dieser Folge, die haben die wirklich toll parallel laufen lassen, fand ich. Also generell für mich persönlich, sag ich einfach schon mal, eine der besseren John Sinclairs in den letzten Monaten. Ja. Definitiv. Hatte Schwächen, muss man schon sagen, aber das weiß ich halt auch echt nicht, inwieweit das an der Romanvorlage liegt. Aber an sich, diese Storytelling, dieses Storydesign, das war gut. Das hat mir gefallen. Ja, das war halt mal was komplett anderes. Was ja. ich schön fand, war diese Sprünge zwischen dem, wie hieß der Klon? Harold Painter. Genau. Ja, die Sprünge zwischen dem Painter und der Handlung waren sehr gut gemacht. Auch dieser Übergang fand ich sehr, sehr schön. Ja. Ja. Also hat mir sehr gut gefallen. Genau, weil es ist dann ja immer so ein bisschen wieder ausgeblendet sozusagen von Painter ja. in die Geschichte rein. Das war schon echt cool gemacht. Und ja, doch. Das war eine Geschichte in der Geschichte, das war schon witzig. Ja, sozusagen. Mhm. Teilweise liefen die dann ja auch parallel so ein bisschen. Also das, ja. Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen und war halt ja mal was komplett anderes abseits von der Hauptstory, sag ich mal, die halt gerade läuft. Dass eben Zuko verschwunden ist und so weiter. Großen Plot, und so fort. Ja, genau. Sozusagen. Richtig. Ja. Ja, also da spätestens da wusste ich, dass es merkwürdig, dass es keine reale Geschichte ist, weil Zuko tauchte halt kurz auf. Ne? Genau. Und dann hat gar keinen Sinn gemacht. Hat richtig. Gar keinen Sinn gemacht. Das war okay. Aber das sollte, glaube ich, auch so sein. Mhm. Klar, sollte und witzigerweise, das so sein, auf jeden Fall. Da kommen wir zur ersten Schwäche, die ich gesehen habe. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Hat John Sinclair geglaubt, dass Zuko zurück ist. Er hat mit dem ganz normal gesprochen. Er war am Anfang kurz verwirrt, aber dann irgendwie, ja, gut, du bist da, gar kein Problem. Ne? Bist wahrscheinlich irgendwie aufgeploppt im Büro. So, alles klar. Such mir was aus der Datenbank raus. Und ich hab dann gesagt, hey. Ja gut, aber das hat der Dingens ja auch geschrieben, ne? Also das war ja auch alles so gewollt. Eben, genau deshalb war ne? von einem Hörspiel war und was für eine Schwäche vom Roman. Wenn du jetzt sagst, das ist so geschrieben, dann okay. Das ist so geschrieben, ja. Ist der Roman merkwürdig, weil richtig. Kein normaler Mensch, also auch kein Geisterjäger, würde ich sagen, würde so reagieren tatsächlich. Ja, ich glaube... Das ist im Roman geschrieben. Ich glaube, die Sachen haben ihn eh ziemlich verwirrt, die da alle passiert sind, aber er hat sie erstmal so hingenommen und hat dann halt einfach weitergemacht. Also, ja. Ohne das jetzt... die ganze Zeit zu hinterfragen, weil dann wäre er, glaube ich, aus dem Hinterfragen gar nicht mehr rausgekommen. Ja. Weil ihm ja schon ziemlich merkwürdige Dinge passiert sind. Ja. Kann man so sagen, ja. Ja, und Dinge, die einen ja auch mitreißen, so. Ja, ja, total. Innerlich. Richtig. Ja. Die einen leicht emotional aufwühlen, könnte man sagen. Das hast du schön gesagt. Das hast du schön. Ja. Nicht wahr? Was ich aber gut fand, Jane war wieder da. Ja, seit längerem. Ja, richtig. Das hat mich auch gefreut. Jane Collins ist zurück. Dazu sage ich gleich, dass wir jetzt zu den Sprechern kommen. Aber dass sie wieder da war, hat mich sehr gefreut. Und hatte auch einen für die Story nicht unerheblichen Auftritt. Also jetzt nicht so eine Nebenrolle, sondern das war schon wichtig, dass sie wichtig, da war. So. Richtig. Ja. Ich glaube, wenn wir weiterreden, dann verraten wir zu viel. Zu viel, ja. Ja, ich denke auch. Also ich würde auch sagen, wir lassen das mal so. Genau. Kommen wir zu den Sprechern. Ja, natürlich John, wie immer, Dietmar Wunder. Kennt man ja. 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 Richtig gut, auf jeden Fall. Ja. Klingt nicht wie abgelesen oder irgendwie so, sondern er ist eigentlich John.
Ja, also richtig sehr gut, wie eigentlich aber immer. Für mich von persönlich ihm. Nicht, ja, aber für mich persönlich nicht der beste Sprecher in der Folge tatsächlich. Für mich Kathi Karrenbauer als Jane, die. Ja, Kathi. In der Folge, ja. Ich werde mit ihr nicht warm, tatsächlich. Echt? Ich weiß nicht. Nee? Ja, okay. Nee. Aber auch, das war ich noch nie, ne? Also das auch in den anderen Hörspielen und Hörbüchern, wo sie mitgemacht hat, mochte ich ihre Stimme jetzt nicht so. Also ich finde die voll gut. Ich finde vor allen Dingen, ist also halt Geschmackssache, ne? Jetzt wo halt Franziska Pigula eben nicht mehr die Rolle sprechen kann, ist sie eigentlich nahtlos darin aufgegangen, fand ich. Also ja. Ich finde, das ist zu sehr wie Pigula. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man neueren Weg geht. Aber weil ich fand, es klang auch immer so, wenn sie gesprochen hat, so ja, ich weiß, wie Franziska Pigula klingen würde, so ungefähr, und ich mache sie nach. So, also jetzt meine persönliche Meinung. Das macht sie jetzt Meinung. Aber nicht, also da. Ja, pass auf, warte kurz. Also das war so in den vorherigen Folgen so mein Eindruck, ja. Aber in dieser Folge hat sie mir super gut gefallen. Wie gesagt, die fand ich jetzt die beste Sprecherin in dieser Folge, weil es war so authentisch, wie sie gespielt hat. Ja, und es war ähnlich wie Franziska Pigula, aber eben nicht wie. Ne? Es war schon so ein bisschen ihr eigener Touch. Ja. Ja. Und da muss ich sagen, jawohl, das war mein Ding. Ihre Stimme mag ich immer noch nicht so krass, aber darum geht es jetzt in dem Moment ja auch gar nicht. Sondern wie sie es performt. Und das hat sie wirklich gut gemacht, fand ich, in dieser Folge. Ja, ich glaube, du musst dich ja auch einfach erstmal so ein bisschen in eine neue Rolle reinfinden. Ich meine, wenn du jemanden ersetzt, der die seit 130 Folgen oder so gesprochen hat. Ja, dann ja, und vor allem, sie hatte ja auch nicht wirklich die Gelegenheit. Ne? Deshalb. Bin hier richtig. Jane kam ja nicht so oft vor jetzt. Ne? Also deshalb genau. ist alles in Ordnung. Ne? Ich sage ja nicht, ich hasse sie jetzt, absolute Fehlbesetzung, sondern nur, was in den ersten Folgen halt mein Eindruck war. Aber in dieser Folge hat sie ihn wirklich sehr, also sehr revidiert. Hat mir echt gut gefallen. Ja. Wisst ihr eigentlich gerade, wer Harold Painter war? Nee, oder? Oh Gott, nee. Ich kannte den Sprecher nicht. Ich kannte ihn auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Oder er hat das so gut verstellt, dass man es nicht rauskriegt. Das geht ja auch. Ja, aber ich glaube, das war eher ein unbekannter Sprecher. Ja, würde ich auch sagen. Er hat da reingepasst. Er hat richtig gut reingepasst. Ja, total. Ja, ja. Ist da drin echt gut aufgegangen. Ich habe halt leider bisher noch keine Sprecherliste gefunden. Sonst, ich hätte das gerne rausgefunden, aber konnte ich leider nicht. Sehr enttäuschend, Felix. Ja. Sehr enttäuschend. Ja, das Internet enttäuscht einen halt auch manchmal. Aber nun gut, muss man leider hinnehmen. Ja, aber auf jeden Fall auch eine echt gute Besetzung, muss man sagen. Was ich noch sagen muss zu Alexandra Lange, ich finde, sie erzählt manchmal ein bisschen zu langsam. Das stimmt. Und das nimmt dann so ein bisschen Zug aus der Geschichte raus, wenn es dann wirklich knackig und Action-Szenen gibt. Er holte seine Pistole aus der Tasche. Das stimmt. Das hat halt Kerzel wirklich viel besser gemacht. Ja, sie nimmt den Kick raus, sozusagen. Ich finde es halt immer schwierig. Ich glaube, man darf halt zwei Sprecher einfach nicht vergleichen. Weil sie. Nee, natürlich tut man das automatisch. Nein, also, man tut es einfach automatisch, nicht von wenn man die aus. Aber jetzt so von. Ja. Von der Geschwindigkeit her, meine ich. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Also. Ich glaube, sie versucht es halt immer so ein bisschen sehr mysteriös zu gestalten. Passt ja auch einfach zum Genre, aber ja, manchmal vielleicht ein bisschen zu langsam. Ja, genau. Und dann denke ich mir halt, also, ja, jetzt mal 0,5 schneller hier. Ja, kann Stufe ich bitte hochdrehen. Die Erzählspur 0,5% schneller stellen? Bitte. Aber nur die Erzählspur. Nur die Erzählspur. Der Rest ist genau. Cool. Richtig. Fertig. Erzählspur ist fertig, du bist noch beim Intro. Huch, ach, die Geschichte ist schon vorbei. Oh. Naja. Oh, okay. Alles gut. Ja, gut. Ja. Ja. Doch was? Nee,
Nee. Was? Nee. Okay, alles klar. Ich wollte eigentlich fragen, ob ihr die Folge weiterempfehlen könnt. Aber können wir. Ja, wenn doch. Wenn ihr noch was sagen wollt. Ja, können wir. Wenn dann was, ja. Also im Gegensatz zu den vorherigen, die hätte ich tatsächlich nicht weiterempfohlen, glaube ich. Nee. Die paar, die davor waren, aber die war schon okay. Die war schon okay. Wirklich. Also gut, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Must-Have so. Aber ein Must-Hear. Kann man sich gut mal. Must-Hear? Ja, genau. Ich wollte sagen, Must listen, ja, aber das klingt komisch, das habe ich nicht gesagt. Must listen. So, aber es kann man sich gut geben. Ich habe mir die mal abends reingepfiffen, als ich nichts anderes hatte. Zum Einschlafen. Und dafür ist es halt echt ganz gut. Genau, finde ich auch. Ich höre solche Hörspiele eigentlich immer am Abend, aber jetzt nicht zum Einschlafen, sondern schön hier im Sessel und was zu trinken und da passt das schon. Witzigerweise höre ich lieber im Dunkeln als im Hellen. Ich frage mich nicht warum. Ich habe auch kurz überlegt, was kommt jetzt? Gut. Was will er damit sagen? Im Tisch quasi. Im Tisch. Im Tisch. Ich liege dann unterm Tisch und höre die Folge. Yes. Ja. Ja, also können wir weiterempfehlen. Gebt euch die gerne. Wenn ihr Bock habt auf leichte Unterhaltung. Könnt ihr ja streamen, ist ja alles gar kein Problem mehr. Link Richtig. Ist bestimmt in der Videobeschreibung, wenn Felix das nicht vergisst. Hau ich rein. Gar kein Problem. Drin. Ja, in dem Sinne, sagt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat, wenn ihr sie schon gehört habt. Und nicht vergessen, Abo. Was mir noch einfällt, kurz, Sounddesign, würde ich sagen, wie immer, gut. Ja. Ja. Sinclair Standard. Ja. Das ging jetzt so ein bisschen abgewehrt, so Standard. Naja, muss man halt irgendwie auch gar nicht so besonders hervorheben, ne? Weil. Nee, man kennt das halt. Ja. Es ist solide. Ja, genau. Es ist solide, das würde ich auch. Das unterschreibe ich. Genau, ganz solides Sound. Es ist jetzt nichts, muss ich sagen. Aber passt es. Dafür war ja auch die Story jetzt nicht. Hat das ja nicht hergegeben, dass er jetzt ein unfassbar krasses Sounddesign. Dabei nee, also soundtechnisch hätte man da wirklich, glaube ich, nicht wirklich viel besser machen können. Also das passt schon so. Genau. Ja, das wollte ich mein Standard. Mein Standardspruch noch zum Ende hin. Mhm. Wenn ihr Hörspiele habt, die ihr gerne reviewed haben möchtet, schreibt sie in die Kommentare. So. Richtig. Das wollte ich nochmal sagen. Genau. Das wäre mal was. Wir hören uns das dann an. Oder auf Twitter. Geht auch. Oder Twitter natürlich. Das sind wir ja auch. Ja, wenn ihr uns folgen wollt. Auch in der Videobeschreibung und ansonsten lasst gerne ein Abo da oder ein Like oder beides. Ja. Und dann Bestens beides. Ne? Richtig. Und dann drückt auf die Glocke. Ist das eigentlich noch eine Glocke? Ja, ich glaube schon, es ist immer noch die Glocke. Ja, das wenn du eine Glocke, ne? Ja. Das ist so ein Benachrichtigungsding, da bekommst du eine Benachrichtigung, ob der wann der Kanal gepostet. Stimmt, es ist die Glocke, jetzt weiß ich erst mal, was du meinst. Genau. Da kannst du einstellen, ob du alle... Ich wollte das schon immer mal sagen, das ist witzig. Personalisierte... Wann kann ich das mal sagen? Drückt auf die Glocke! Haut auf die Glocke drauf! Genau. Ja, in dem Sinne hören wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.